Das ist ein ND-Filter von Lightcraft Workshop. Ein ND-Filter, ein Graufordersfilter, sogenannter Fader. Der unterscheidet sich dahingehend von normalen ND-Filtern, dass er halt eben nicht nur eine einzige Stärke mitbringt, also eine Bezeichnung von Lichtdurchlässigkeit, sondern halt eben ein breites Spektrum abdeckt. Und zwar hier in dem Fall sind es 1 bis 8 Blendestufen. Normalerweise gibt es die Filter auch einzeln. Da haben sie dann halt eben einen Filter für 2 Blendestufen, den nächsten für 4, einen für 6, 8, 10 und so weiter. Und der Filter ist halt eben dadurch kennzeichnet, schweres Wort, dem ich noch erkältet, die man hört, Entschuldigung, aber muss ja weitergehen irgendwie, kennzeichnet sich also halt eben dadurch aus, dass er halt eben diese ganzen Blendenstufen in einem Filter mitbringt. Wie das Ganze funktioniert, sieht man hier. Indem ich jetzt hier einfach die Außenfassung drehe, verändert sich dann die Lichtdurchlässigkeit. Das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. So ist es jetzt halt eben am schwächsten und die stärkste Lichtbeschränkung, wenn man will, haben wir dann hier. Das wird also nahezu schwarz. Da kann man auch, glaube ich, nicht mehr hinten die Hand sehen. Und wenn man nach weiter dreht, dann geht das Ganze wieder auf. Und ich denke mal, das Prinzip ist eigentlich ganz klar. Dieser ND-Fader wird ausgeliefert mit einer schicken Box, wo der dann drin ist. Die brauchen wir uns aber jetzt nicht abgucken. Ich denke mal, dass jedem klar, wie das bedient wird. Und dazu gehört aber noch ein Objektivdeckel. Warum? Der Objektivdeckel hat die Funktion, dass er also hier vorne auf den Fader bei Nichtgebrauch aufgesetzt wird. In der Regel haben wir jetzt hier diesen ND-Fader zum Beispiel an dieser Kamera. Setzen wir jetzt einfach mal an. Das sind 77 mm. Das ist das 2470. So, fest ist er. Drehen kann ich ihn auch. Und hier kann man auch mal kurz den Effekt noch mal eben sehen. Na, können Sie nicht mehr durchgucken. So, und jetzt haben wir hier natürlich einen Objektivdeckel. Das ist eine tolle Sache, aber ich habe ja auch den Original, hier in dem Fall von Canon, den Objektivdeckel. Machen wir den vorne mal dran. Ja, und ja, das passt aber irgendwie nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Um hier Vignettierung zu vermeiden und so weiter, ist also das Außengewinde dieses Filters etwas größer gestaltet als halt eben das Anschraubgewinde, was jetzt hier am Objektiv draus ist. Das bedeutet, wir haben jetzt also hier einen etwas größeren Durchmesser vom Gewinde, also von der Linse hier vorne. Und deswegen halt eben auch dann dieser Objektivdeckel, der natürlich dann hier wieder drauf passt, den Original gut wegpacken. Ne? Die machen das später wieder, wenn sie den Fader abmachen. Dazu gehört auch noch so ein Band, so ein Gummiband. Und das kann man hier auf der einen Seite von dem Objektivdeckel dann so eine kleine Öffnung, da kann man das dann durchmachen und dann, wenn man das dann getan hat, dann kann man das Objektiv praktisch den Deckel dann hier einfach im Objektiv einfach so runterbaumeln lassen. Also ehrlich gesagt, ich bin kein Fan von solchen Möglichkeiten, aber ich wollte es erwähnt haben, das ist halt eben dabei. Das heißt, kann man das auf dem Stativ, Langzeitbelichtung, mit dem Fader in der Regel ist es ja so und dann lassen Sie einfach noch die Deckel los und dann baumelt den hier unten rum. Wer das mag, kann das gerne machen. Das also hier der LCW Fader ND von Lightcraft Workshop bei uns im Shop. Das ist der ND-Fader von Lightcraft Workshop. Das ist ein Graufilter, den man an einem Objektiv anbringen kann, um damit zum Beispiel so nette Sachen zu fotografieren wie Flüsse mit Wasser und am Strand mit ganz viel Wasser.